und willkommen im neuen Jahr. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch, Freunde der liebe NRW über 18 Jahre. Und ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, wir haben es jetzt am 01.01.2015, 15.20 Uhr. Und ich mache jetzt mit euch einen kleinen wunderschönen Teil Indiana Jones und der Turm von Babel. Und ich weiß auch, warum ich hier beim letzten Mal abgekackt bin. Ich habe nämlich den Fehler jetzt hier noch gerade gespeichert. Ich habe nämlich die Peitsche in der Hand. Ja, bei der Flucht vor diesem komischen Eismonster habe ich es ganz übersehen. Nachher beim Rendern habe ich es gesehen und habe mir einfach nur an die Schläfe gepackt und habe mir gesagt, oh Gott, bist du bescheuert. Aber eigentlich ist Indy bescheuert, weil er hätte eigentlich mit der Peitsche... Ach, egal, ich rede da nicht weiter drüber. Wir machen den Sprung jetzt nochmal ohne Peitsche, dann wird es hoffentlich klappen. Aber erst einmal an dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank an euch alle für die geilen Tipps, die ihr mir gebt. Und ja, ich glaube, ganz besonders raussticht da der Markus. Ich glaube, du bist das jetzt. Er hat mir gesagt, er hat das Spiel schon in sämtlichen Varianten rauf und runter gespielt, vorwärts und wie rückwärts. Und deswegen, ja, glaube ich, spielt der das hier mit verbundenen Augen und mit ausgeschaltetem Monitor und einfach nur nach Gehör. Finde ich faszinierend. Ja, das letzte Mal, wie gesagt, wo ich das gespielt habe, ist ein bisschen her. Aber egal, wir machen jetzt ja hier weiter. So. Daneben. So. Zack. Zicka, zacka, hahaha. Lalala, lalala. So. Und kann er mich hier noch treffen? Ha 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 ha. Ha! Oh, es. Ach, guck mal, jetzt ist er böse. Okay, wo sind wir hier überhaupt? Moment. Hallo, Indy? Wo sind wir hier? Oh Gott, wie ist das? Gemütlich hier. Ist ja echt gemütlich hier. Was sagst du? Das soll eine Kerze sein. Sehr interessant, wie wenn hier schon so lange keiner mehr war, dass hier überall schon Spinnenweben hängen. Wie kann dann bitte da eine Kerze brennen? Aber egal. So, was haben wir da? Hallo? Was ist das? Was ist das? Ja, das frage ich. Teil der teuflischen Maschine. Ach so, ja, dann geht's ja. Dann geht's ja, wenn das Teil der teuflischen Maschine ist, dann geht's ja. So, hier können wir nichts machen. Wir können hier die Waage nicht ausprobieren und oh. Dem Guten hat es wohl dahin gerissen. Ja. Also ich vermute mal ganz klar, dass dieses Wesen, was wir ja da unten jetzt gesehen haben, schuld am Tod dieser ganzen Menschen ist. Die Bücher? Sagt er jetzt was dazu? Nein. Und dem Ganzen werde ich dann wohl jetzt gleich ein Ende setzen. So, wo geht's hier hin? Ach, runter. Okay. Ja, gehen wir mal, ne? Was ist das hier eigentlich für eine... Urgons Artefakt. Okay. Okay, das wird wahrscheinlich die Waffe sein, mit der wir jetzt dieses komische Vieh da erledigen können. Kann das vielleicht sein? Müssen wir doch direkt mal ausprobieren. So, Icy, Icy, wo bist du? Komm mal her. Da oben. Der Papa hat was für dich. Ich komme zu dir. Na, kommst du zu mir? Okay. Ah! Aber, tut sich nichts. Nochmal. Was? Ich nehme selber Schaden dadurch? Das ist ja wohl jetzt ein... Ist ja jetzt ein Scherz, oder? Ja! Ja, Baby. Ja, Baby. Ja, Baby. Aber ich nehme selber Schaden dadurch. Das ist... Ach, scheiße. So, man hat mir gesagt, ich kann... Ah, mit welcher Taste war das jetzt? Mit H? Ja, mit H. Das ist auch, glaube ich, der Markus gewesen, der mir das gesagt hat. Mit H kann ich nämlich meine Heilmedikamente, also meinen Verbandskasten, meine Heilkräuter und so weiter alles nutzen. Mit der Priorität zuerst die Kleinen, dann nachher die Großen. Und genau so kann man sich das jetzt hier richtig geil aufteilen mit der Map. Das, also M drücken, das habe ich selber schon rausgefunden. Vielen lieben Dank. Wieder weg. So, ich denke mal, hier müssen wir jetzt... Ja. Geschafft. Geschafft. Klar. Und hier nimmt er auf einmal keinen Schaden. Nee, ist klar. Der steht direkt da dran, das Ding war voll aufgeladen und er nimmt keinen Schaden. Okay.
Wo geht's lang? Da, ja, klar. Weißt du, wo bist du bitte rum... Also, wie ist die hier hingekommen? Hier. Ich glaube, das gehört Ihnen. Nein, nimm es weg. Was soll das überhaupt sein? Ich weiß es nicht. Ein Relikt. Du hast einen Teil von etwas Grauenvollem gefunden. Bist du bereit, deinen Weg fortzusetzen? Ja, es muss noch mehr von diesen Dinger geben. No. Obgleich Urgon mit uns in Shambhala blieb, reiste sein Begleiter Taklit weiter zum östlichen Ozean. Dort nutzte er den Wissensdurst eines Volkes zu seinem Vorteil aus. Meinen Sie den Pazifik? Das ist nicht gerade ein kleines Gebiet. Suche nach einer tropischen Insel unter vielen anderen, auf der die Menschen schon seit ewigen Zeiten leben. Ich glaube, sie wird Palawan genannt. Folge diesem Pfad. Ja, wie ist das geil? Boah, jetzt verwandelt sie sich in einen Monster. Okay, so ist sie also hier hingekommen. Toll. Warum habe ich nicht so Kräfte? Glückwunsch, Kapitel beendet. 49 Minuten habe ich dafür gebraucht. Gefunden, 45, Wert der Schätze 270, Wert aller Schätze 800. Okay, es geht voran, es geht voran. Was haben wir denn jetzt hier? Heilkräuter groß 2, Heilpflanze 1, Gegengift 7. Könnte ich mal hier das Gegengift vielleicht verkaufen oder so? Zurücklegen? Nee. Schade. Verwandt. Oh, guck mal hier, 300. Erste-Hilfe-Paket 100. Na, es ist jetzt die Frage, ich will auf jeden Fall diese geheime Karte bekommen. Komm, das hinzufügen. Okay. Ich möchte meine Sachen sparen hier. Komm, weiter. Bestätigen Sie den Kauf. Jawohl. Und es geht in eine tropische Insel. Auf eine tropische Insel. Nach Ibiza. Diese Musik hört man leider viel zu wenig. Ah, da rechts unten bei den Philippinen. Lagune von Palawan. Da ist eine Krabbe. Ah, das Paradies auf Erden. Schwer vorstellbar, dass jemand es gegen die Probleme der Zivilisation eintauschen würde. Es sei denn, irgendjemand oder irgendetwas würde ihn dazu verführen. Aha. Okay, jetzt haben wir wieder das Problem mit der Kamera, die ich jetzt hier öfters habe. Dass die Kamera nämlich still stehen bleibt, aber das hat ja auch was. Vor allem das Geile ist, eben waren wir im tiefsten Winter, alles ist zugefroren, da geht eine Tür auf und wir haben tropisches Klima. Ist das nicht herrlich? So, ich hoffe jetzt mal, dass das jetzt wieder funktioniert. Grafikoptionen, dann bestätigen wir das einmal hier und... Zack, haben wir die richtige Kameraperspektive. Wieso wackelt das Bild jetzt so? Zurückgehen bei Donkey Kong haben wir gelernt, immer zurückgehen. Sieht aus, als sei dieser Ort einst bewohnt gewesen. Und das nicht gerade von Höhlenmenschen. Wie geht's? Ja, ich ahnte es fast. Da kommen wir mit der Peitsche rüber. Ja, kommen wir. Wie geht's? Geh weg, geh weg. Was ist das, ein Krokodil? Aber ich will noch mal zurück. Alle. Hopp. Ha! Habt das gesehen? Er wollte mich kaschen. So, weil hier habe ich mich nämlich noch gar nicht umgeguckt. Das, ich dachte jetzt, hier wäre irgendwie ein Schatz oder so. Verstehe. Ich wusste jetzt nicht, dass es hier tatsächlich weitergeht. Dup, 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 dup. Wo geht's hier lang? Hier geht's tatsächlich auch weiter. Siehst du, wusste es doch. Hier gibt's aber vielleicht einen Schatz. Bäh. Da scheint was drin zu sein. Oh nee. Wie kriege ich das da jetzt weg? Aber. Nee, da komme ich nie durch. Klar. Spinnenweben sind wie eine Wand. Das Normalste von der Welt, würde ich da mal sagen.
So, die Krabbe hier unten. Ach, guck mal, jetzt haben sie sich schon populiert. Das sind schon zwei Krabben. Kann ich hier rein? Dachte ich mir doch. So, hier oben sind wir, glaube ich, ein bisschen schneller. Hier ist ja gar nichts. Das ist ja... nicht viel. Okay, können wir auch tauchen? Upsa. Und hier haben wir bestimmt... Indy, würdest du bitte tauchen? Ich wusste es. Hi, ich will hier raus. Indy! Raus, komm! Ey, beweg dich! Noch in Ruhe seinen Hut anziehen, natürlich. Oh nein, wie ich das jetzt schon hasse. Oh, weil man sich ja unter Wasser so gut bewegen kann. Bleiben wir also jetzt schön im flachen Wasser. Im Planschbeckenbereich. Hier kann nichts passieren. Ah! Habe ich fast übersehen, aber nur fast. Was ist das? Heilkräuter. Indy, mittlerweile müsstest du es wissen. Okay, hier ist auch nur eine kleine Krabbeninsel. Die Krabben laufen von mir weg. Hallo, Krabbi-Krab. Gehen die wieder ins Wasser? Ja, die gehen tatsächlich ins... Nee, doch nicht. So, das heißt, ich werde wahrscheinlich darüber müssen. Okay, also hier geht's nicht weiter. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal da hinten, wo wir jetzt gerade eben schon waren. Da oben ist eine Möwe. Och, guck mal, wie geil. Die habe ich ja vorher gar nicht gesehen. Das fasziniert einen dann so an dem Spiel, wenn man so Sachen entdeckt, die man sonst normalerweise nicht entdeckt. Vor allen Dingen freut mich das, dass ich mir dann vielleicht denke, weil andere Hampels entdecken das vielleicht nicht. Und das freut mich. So, Indy, dreh dich. Hier rüber. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Ich habe gesagt, verschwinde! Lass Papa Indy mal dahin. Aha. Sieh sich einer das an. Ja. Sieh sich einer das an. Mann, ich will das Vieh nicht erschießen, was immer das auch ist. Kann ich die Kiste schieben? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann da hoch. Das sieht aus wie so ein Varan. Aber ich will es nicht erschießen, Mann. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt runtergehe, frisst es mich irgendwie auf oder so. Komm, dann geh ich außen rum und du gehst da hinten lang. Okay, ist das ein Deal? Guck mal, so kommen wir uns beide nicht in die Quere. Oh, aber hier komme ich auch nicht weiter. Okay, also ich muss da hinten mal durch. Schön lieb sein. Hey. Ein Verbandskasten. Ja, sieht doch schön aus. Du kleines süßes Ding. Papa Indy muss da mal durch. Schön mich in Ruhe lassen. Gibt's da noch irgendwas? Nein. Och Mann. Kommst du hier auch ins Wasser? Bäh, der kommt auch ins Wasser. Komm, Indy. Ich glaube, das ist alles, was wir da drüben zu finden haben. Ah, und wieder ein Lebewesen am Leben gelassen. Schön. So, das Problem wird aber jetzt sein, dass ich das, glaube ich, jetzt hier unter Wasser nicht so einfach machen kann, weil hier mir viele Sachen wehtun wollen. Da ist ein Fischi. Und... ist das schon der... das ist schon der Hai. Was ist eigentlich... tatsächlich. Der kann auf den...
Oh nö. Da war ja noch so ein blöder Fisch, oder? Das Blöde ist, ich kann dem unter Wasser nicht wirklich ausweichen. Ja. Und verballer jetzt hier auch gerade meine ganze Munition. Das bringt gar nichts. Was ist denn jetzt? Nein, die andere Funktion will ich nicht. Oh nein. Ah ja, auch nicht schlecht. Freunde, das Spiel ist abgestürzt. Ihr seht es. Gut, dass ich gespeichert habe. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wie gut, dass ich genau hier vorgespeichert habe. So, dann schauen wir nochmal, wo der Fischi ist. Fischi ist da hinten. Es ist die Frage, ob Fischi seine Bahn immer schwimmt. Egal, ob wir hier stehen oder nicht. Oder... Das sind doch so silberne Kugeln im Wasser, oder? Ich bin doch nicht blöd. Oder ob Fischi hinter uns her schwimmt. Das ist jetzt hier die Butterfrage. Boah, der sieht schon gefährlich aus. Okay. Er greift uns an. Ich bräuchte hier so eine Machete. Da hinten ist noch ein Hai. Ach du liebe Zeit. So, und jetzt geh weg von der Kante, Mann. Mann. Was, dass man den auch immer triezen muss. So, was haben wir denn hier? Bin ich jetzt hier vielleicht schon auf der richtigen Seite? Und ich... Ach, da ist noch so ein Vieh. Oh. Ich kann doch hier nicht immer alle Tiere töten. Hier gibt es bestimmt irgendwie ein Geheimnis. Ich wusste es. Mann, lass mich doch in Ruhe. Spielst du nachlaufen mit mir oder was? Da ist schon wieder so ein Vorhang aus Spinnweben. Da scheint was drin zu sein. Und warum sagt er das? Woran erkennst du das? Das macht keinen Sinn. So, die Frage ist, kann ich diesen... Nee. Okay, den Ausschnitt kann ich nicht irgendwie verkleinern. Das ist schade. So, heißt blau, dass ich da nicht hinkomme? Oder was heißt das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oder hat das was mit der Höhe zu tun, auf der ich mich befinde? Scheint so, ja. Kann ich noch weiter lang? Versuchen wir mal da hinten weiterzukommen. Tja, da hinten. Geh mal weg. Weg, ja. Es ist die Frage, wo lang? Da, oh, direkt hier oben. Mann, ich habe keine Lust, jetzt hier gleich schon zu krepieren. Warte mal, kann ich unter Wasser? Diese silbernen Dinger. Das sieht für mich so aus wie so... Ach, guck mal da oben die Möwe, wie süß. Wie so... So Unterwasserminen. Wenn man die anschließt, dass sie dann vielleicht explodieren. Aber... wo ist denn eine? Da hinten sind die. Na, aber da zielt er nicht drauf. Nur auf den Hai zielt er. Ja. Tja. Tja, ja. Tja. Versuchen wir, da ist noch einer, ja. Was war das? War das die Miete? Nee. Oh Gott, das war der andere Fisch. Oh nein, Fischi, Entschuldigung.
Da unten schwimmt er. Oh Gott. Er treibt jetzt nach unten. Das wollte ich nicht. Aber ich würde gerne wissen, ob man die Haie hier wirklich killen könnte. Weil das würde mein Leben echt ein bisschen schonen. Nein, kann man nicht. Na, wofür sind die hier da? Okay, wir können auch nichts anfassen oder so. Klar, da komme ich nicht weiter. Doch, komme ich wohl. Ich wollte gerade sagen, weil er gerade so komisch... Hallo, Indy? Indy? Nee, da will er nicht weiter. Boah, ey, da war ja wohl megamäßig weit entfernt. Okay, und wieder runter. Und wieder runter. Indy, runter. Hallo. Manchmal macht er echt, was er will, der Gute. So, aber hier gibt es auch irgendwie, bis auf diese komischen... Ich kann auch gar keine Waffe, gar nichts nehmen. Vielleicht finde ich hier unten irgendwas in dem Wrack. Leider nicht. Da kam ein Hai hinter mir her. Das war auch toll. Scheiße, jetzt habe ich, glaube ich... Ach Mann, hau doch ab, Mann! Ey. Hallo, Indy. Geh doch bitte, danke. Ja klar, und der Fisch kommt hinter mir her. Also dafür müsst ihr sterben. Mann, das ist noch einer. Ist doch nicht wahr. Dann noch einer. Oh, da kam sogar Blut raus. Oh Gott, tut mir leid. Aber ihr seid böse, ihr wollt mir wehtun. Und das geht nicht. Dahin ist der Hai. Hier geht's wieder runter. Ich würde nur gerne wissen, ob man den, wie gesagt, ob man den irgendwie schlafen legen kann. Aber egal, Freunde. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier erstmal genug rumgeballert. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu.